Genau, wovon wir reden. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt, da könnte aber noch große Zweifel bestehen. Über 50 Jahre haben die großen Ölkonzerne dieser Welt es geschafft, die Weltöffentlichkeit darüber im Unklaren zu halten, was es eigentlich bedeutet, wenn wir 420 Parts per Million an CO2 haben. Mhm. Das haben die genau gewusst. Die wussten das 77 schon ganz genau. Und sie haben alles getan, um die Öffentlichkeit möglichst zu missinformieren und zu desinformieren, also eine Art von Verschwörungserzählung. Und jetzt stehen wir vor dem großen Problem. Es ist genauso eingetreten, wenn ich das so sagen darf, die Qualität naturwissenschaftlicher Theorien misst sich an ihrer Vorhersagekraft. Und die Klimaforschung ist ein Paradebeispiel für exzellente Naturwissenschaft, weil sie genau diese ganzen Dinge, die wir heute erleben, die wir als Messinstrument erleben, exakt genau so vorhergesagt hat. Und mir ist es völlig unklar, wie noch irgendjemand auch nur im Ansatz darüber nachdenken kann, ja, kann das nicht noch irgendwie ganz, ganz anders sein? Das ist mir völlig unklar. Ja? Ich kann diese Fragen schon verstehen, wenn Leute sagen, das ist doch alles so furchtbar auf der Welt und jetzt soll ich mich auch noch mit dem Boden beschäftigen oder irgendwas. Mhm. Aber unsere Menschheitsgeschichte zeigt doch, dass es schon immer so war. Also es gab noch nie eine Zeit, wo jetzt wir Menschen als Ganzes da nur ein Problem auf dem Mal zu bearbeiten hätten. Richtig. Im Kleinen wie im Großen, wir wissen es alle, das ist komplex. Das können wir aber auch. Ja. Wir können mit komplexen Problemen arbeiten. Aber was nicht gut ist, ist, wenn man Probleme verdrängt, auf später verschiebt oder gar auf die nächste Generation. Da gibt es Streit und wir wissen außerdem auch gar nicht, was